Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio vom Gespräche vom Balkon, Folge 7 schon. Und heute das allererste Mal mit einem Trainer. Oder anders gesagt, mit einem absoluten Trainingsverrückten, wie er sich selber beschreibt. Denn er geht immer in die Trainingshalle und sagt, Punktspiele stören eigentlich nur. Wenn er sie spielt, gewinnt er sie aber trotzdem. Und warum das so ist, das will ich heute mal herausfinden. Herzlich willkommen dem Trainer der Mecklenburger Stiere Schwerin, Manhard Bech. Ja, hallo vom... Warum ist das so? Warum stören dich Punktspiele? Hast du, glaube ich, bei TV Schwerin oder so gesagt. Muss ich dann jetzt das Gleiche sagen? Du kannst es auch revidieren. Warum stören mich Punktspiele? Weil ich versuche, Spieler besser zu machen. Und im Spiel reden mir zu viele damit. Die Schiedsrichter reden damit, der Druck der Spieler spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Und insofern fühle ich mich am wohlsten, wenn keiner mitredet, außer mein Partnertrainer. Und wir uns austauschen und ja, das ist so der Grund, warum ich relativ wenig Lust auf Punktspiele habe. Die Frage brannte mir die ganze Zeit quasi unter den Fingern. Erst einmal, ich freue mich sehr, dass du auf meinem Balkon bist. Ich mich auch. Nicht wundern, warum mir so viele FC St. Pauli-Aufkleber hängen. Und auch hier, Pepe in der letzten Folge, der Torwart vom FC St. Pauli, hat seine Spuren hinterlassen. Hast du auch Aufkleber von den Stieren? Du hast mir erst kurz vor der Sendung davon berichtet, dass es hier eine Hall of Fame werden soll, ein Hall of Balkon werden soll. Hall of Foam. Hall of Foam, da ist es wieder. Deswegen bin ich nur so halb vorbereitet, weil ich brauche das Mikro. Ich habe dir selbstverständlich auch was mitgebracht. Und zwar das Presi-Polo-Shirt der Mecklenburger Stiere. Also du siehst hier die Mecklenburger Stiere. Und es ist ungetragen und original, weil das Preisschild. Achso, ich dachte so Theo Evangelidis, der hat ja dieselbe Statur auch wie ich. So, aber das könnte eine SL. Also, da passt Theo nicht rein. Das ist für mich? Das ist selbstverständlich für dich. Oder das für deinen Hall of Fame. Ja, herzlichen Dank. Großartig. Genial. Ja, Schwerin, das ist überhaupt das Stichwort. Du bist seit Anfang des Jahres da und hast dann im Sommer den Vertrag verlängert. Wie sind die Zielsetzungen? Es gab, glaube ich, in der Sommerpause viele Verletzte. Also in der Tat, ich bin in Schwerin verrückt. Das war im Dezember. Nach Schwerin verrückt oder in Schwerin verrückt? Sowohl als auch. Dass ich da auch immer noch bin. Und ja, verlängert habe ich den Vertrag über den 30.06. hinaus. Und die Ansprüche und Erwartungen sind da sehr, sehr hoch. Das ist auch das Reizvolle an der Aufgabe. Wir versuchen in dieser Saison uns zu etablieren. Viele wissen, dass ich den dritten Platz aus der letzten Saison nicht so hoch hänge und auch nicht so hoch bewerte. Wir hatten in der Rückrunde keine Ergebniskrise, sondern Ergebnislauf, also Spiele gewonnen, die man hätte nie und nimmer gewinnen dürfen, wie ich finde, weil wir nicht gut gespielt haben. Ja, die Erwartungshaltung, wir haben jetzt ja einen neuen Slogan, alle für ein Ziel. Okay. Ja, die Erwartungshaltung. Was ist dieses Ziel? Das Ziel ist, in 2 Jahren, also Ausrufezeichen, in 2 Jahren, um den Titel mitzuspielen. Und alle, die, und das habe ich ja auch, werden wir vielleicht nachher nochmal zu kommen, die selbsternannten Top-Favoriten, ich finde das sehr mutig, das zu sagen und auch um den Aufstieg zu reden, weil es ja auch nur noch 3 aufsteigen. Das heißt, aus 4 Staffeln ein Aufstieg zu planen, ist für mich in der jetzigen Situation oder in der jetzigen Phase einfach Kaffeesatzleserei, mehr nicht. Wie man Meister wird, weißt du. Du bist nicht letzte Saison, sondern das Jahr davor mit dem TSV Altenholz Erster geworden in der dritten Liga. Und ich habe mal so ein paar Daten rausgesucht. Jetzt nicht nur zu deiner Trainerlaufbahn, sondern auch als Spieler sehr erfolgreich gewesen. Du hast 72 Bundesligaspiele gemacht, 91 Tore geworfen, 1,7 Meter. Ein einziger. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Was ist denn das für eine Statistik? Ich hab keine Ahnung. Ich vermute mal 100% Statistik. Ich kann mich an einen erinnern und den habe ich scheinbar auch verwandelt.
Ich weiß nicht, warum Noka Sedarusic erlaubt hat, dass ich einen 7 Meter werfen durfte. Oder er hätte es öfter machen sollen. Ja, schönen Gruß an Wolle, der viele unsere 7 Meter geworfen hat. Ja, wenn ich mir meine Quote und Wolles angucke, dann denke ich, hätte man darauf zurückgreifen können. 4 Länderspiele hast du gemacht. Debüt gegen Kroatien in Wilhelmshaven. Hast du da noch Erinnerungen dran? Das Debüt gegen Kroatien in Wilhelmshaven, das war in Wilhelmshaven? Ich meine, das war... So steht's in der Datenbank. Echt? Ich meine, das war in Krombach, weil Krombach her damals unser Werbepartner war der Nationalmannschaft. Und dann gab es ein 4-Länder-Turnier darauf und deswegen sind die 4 da zusammen, sind das 4 Länderspiele geworden. Ach so. Ich kann mich an das Spiel sehr gut erinnern. Ich kann mich an alle Spiele erinnern. Ich kann mich auch an das Spiel erinnern. Da sind wir wieder bei der Quote. Ich habe in meiner Laufbahn in der Nationalmannschaft 3-mal aufs Tor geworfen. 2 Heber, 2 Tore. 1 Nichtheber, kein Tor. Aber ich habe immerhin, wenn ich das richtig rechne, ca. 66% Quote und auch das okay. Kann kaum ein Nationalspieler von sich sagen. Ich weiß nicht, Klaus Elbert vielleicht, das ist noch länger her, der hat 1 Länderspiel. Vielleicht hat der eine bessere Quote als ich. Die Bälle bei dir sind geflogen und nicht nur in deiner Länderspielkarriere, sondern auch in deiner Bundesliga-Karriere. Ich schaue hier weiter auf meinen Spickzettel, TSV Ufschlag natürlich, THW Kiel, SG sogar ein Jahr, 95-96, später auch nochmal Ufschlag. Das ist deine Hood, wie man auf Neudeutsch sagen würde, oder? Das ist mein Kiez. Das ist dein Kiez. Pauli. Das ist mein Kiez. Ufschlag. Ich bin Ufschlager Jung. Bin groß geworden in Ufschlag. Durfte dort mit vielen Freunden Handball spielen, insbesondere auch mit meinem Bruder. Und dann bin ich irgendwann doch noch relativ spät vom THW angesprochen worden, als die Karriere von Uwe Schwenker auslief, beziehungsweise zu Ende war. Ja, das mit der SG, das war ganz cool. Für den Holger Schneider damals nicht so, der hatte sich verletzt und die SG wollte unbedingt adäquaten Ersatz. Hat sich dann einen noch besseren geholt, also so. Und dann war Holger Schneider, das ist ganz lustig, weil wieder was mit Quote. Ich glaube ja nach wie vor, dass ich der teuerste Netto-Spielzeit-Spieler aller Zeiten bei der SG Flensburg-Handewitt war. Weil ich glaube, ich bin auf gesamt 18 Minuten Netto-Spielzeit gekommen, weil Holger Schneider war Kapitän und Anders Dahl Nielsen hat immer nur mit 8 Spielern gespielt und die anderen hat er neben die Bank gesetzt, weil er immer nachtragen wollte. Mich hat er irgendwie nie nachgetragen, also das ist echt kurios. Ja, das war Flensburg. Kurz, aber heftig. Lang, aber heftig sind deine Autofahrten, denn worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, in der Region Ufschlag, in der Nähe, in Bordesholm, da wohnst du immer noch, trainierst aber in Schwerin. Das heißt, du fährst jeden Tag tatsächlich runter mit dem Auto. Wie lang ist das, 2 Stunden? Ja, hin Stunde 45, Stunde 50, zurück, weil es dann abends ist und wenig los, 90 Minuten, ohne die Verkehrsregeln zu missachten. Dafür bin ich bekannt. Die einzuhalten, meine ich. Ach so. Und ja, das ist, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, dass es echt verrückt ist, dass ich das mache. Es ist nicht jeden Tag, es ist nur 4-mal die Woche. Dann geht's plus ja. Punktspiel. Und am 8.9. spielen wir bei den Wölfen, also Heimspiel. In Altenholz. Vor 10 Tagen Flensburg, war ja auch quasi ein Heimspiel für mich. Ja, wenn man sich organisiert und Dinge und eine Sache unbedingt möchte, dann ist das auch machbar. Jetzt kommt eine unfassbare Überleitung. Sonst hättest du, wenn du nicht fährst, auch fliegen können, denn du wirst ja Mücke genannt. Warum wirst du Mücke genannt? So, 2 Dinge. Also die ist nicht spektakulär. Also die ist spektakulär für mich, ganz emotional, weil immer dann, wenn ich die Geschichte erzählen darf, ich an meinen viel zu früh verstorbenen Vater denken darf und kann und das dann auch aktiv tue und
Es war eine Wette zwischen meinem Vater und mir. Er hat ein Buch gelesen, ich hatte ein Buch gelesen, da war ich ein kleiner Junge. Und der Wetteinsatz war für mich ein Rieseneis, und wenn er gewinnt, dass er mich zukünftig Mücke nennt, weil Heide Rosendahl, 72 München Olympiasiegerin, das ging nämlich um die Biografie von Heide Rosendahl. Ich weiß nicht, warum ich als 12-Jähriger schon eine Biografie gelesen habe, fällt mir gerade mal auf, aber es war so. Und die wurde eben auch Mücke genannt, und wir haben darum gewettet. Ich habe gesagt nein, und mein Vater hat gesagt ja, mein Vater hat gewonnen. Und danach, und das war als 12-Jähriger jetzt nicht so cool, dass dein Dad dich vor deinen Freunden auch Mücke genannt hat. Er hat es komplett durchgezogen. Er hat das komplett durchgezogen. Ja. Und das mit dem Fliegen, wenn ich nicht jetzt in einer Sportagentur und im Sport, im Handball meinen Job gefunden hätte, dann wäre ich ja professioneller Flugangstbegleiter geworden. Denn du hast ein bisschen Flugangst gehabt früher. Gehabt und ja, ich hatte es gehabt. Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, dass ein mir sehr nahestehende Person auch Flugangst hat und ich Gerade nahe sitzende gerade Person. da sitze und wir beide ja mal zusammen geflogen sind. In Und der Tat. es war überragend, dass ich mit Flugangst oder mit ehemaliger extremer Flugangst plötzlich in der Rolle war, jemanden zu beruhigen, dass da oben ja so gar nichts passieren kann. Du hast die Rolle sehr gut gemacht. Das war sehr lustig. Stimmt die Geschichte denn, dass du, weil du Flugangst hattest, irgendwann auch gesagt hast, jetzt reicht es mir mit dem Handball? Ja. Oder zumindest mit dem internationalen Handball? Ja, also es gab ja während unserer oder während meiner THW-Zeit mehrere Situationen, die für mich dramatisch waren, mit Notlandungen und so weiter. Und in der Nationalmannschaft nicht. Also da bin ich Arno Ehret immer noch böse, dass er mich 96 nicht mit nach Atlanta genommen hat, sondern Christian Schäffler. So, dass, Alte Wunden werden aufgerissen. ja. Und wir, und ich, das war ein Grund. Also die Körperlichkeit war bei mir nicht so gegeben, weil ich war viel und oft verletzt. Und der THW zu der Zeit, als ich da gespielt habe, wie er bis vor kurzem auch noch so erfolgreich war, dass man immer davon ausgehen musste, dass auch Flugeinsätze, Champions League und so weiter eine Rolle spielten. Ja, und insofern war das auch ein Mitgrund. Wenn wir schon über Flugangst sprechen, würde ich sagen, wir müssen uns erstmal ein bisschen beruhigen. Der legendäre Kakao. In der Tat. So. Auf dem Balkon muss Kakao getrunken werden. Deswegen bin ich hier. Deswegen. So, Kakao ist wie immer schon eingeschenkt. Das wird uns ja immer nicht geglaubt, aber der ist halt wirklich da schon drin. Nicht, dass hier alle denken, wir trinken wir nur Milch. So. Kanne ist vorbereitet. So, ich habe noch nie gekleckert, deswegen wird es jetzt passieren. Ach, so. Oder? Welt. Das Welt. Bist du in der Gastro Das, auch? ja, Auch war ich mal. warst du? So, bitte sehr. Vielen Dank. Frisch gezapft von der Kuh. Vielen, vielen Dank. Fast zumindest. Passt. So, in diesem Sinne, kann ich dich eigentlich mal ganz kurz fragen, vom Handball weg? Du bist auch, erzählt man, in anderen Sportarten erfolgreich. Oha, was meinst du? Boccia, Dart? Voltagieren. Nein? Tennis. Tennis. Ja, Tennis. Man Sprich ja. sagt, du seist Wimbledon-Sieger, Besieger. Ist das korrekt? Das, warte mal, Wimbledon-Sieger, Besieger, das ist ja wieder Pauli, ne? Weltcup-Sieger, Bezwinger. Ja, es gibt da keine T-Shirts von. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass ich mir die mal drucke, Wimbledon-Sieger, Besieger. Bis zum 16. Lebensjahr habe ich fast ausschließlich Tennis gespielt. Also immer schon Handball, aber Breitensport orientiert. Und sehr intensiv Tennis und weise nach wie vor eine positive Matchbilanz. Die älteren Zuschauer werden ihn noch kennen. Eine positive Matchbilanz gegen Michael Stich auf. Gegen den Michael Stich. Gegen den echten, einzigen Michael Stich, der ja
Wimbledon-Sieger war. In der Tat. Und ist, und wenn du einmal Wimbledon, dann bleibst du ja für dein Leben lang Wimbledon-Sieger. Angie, hör hin. Angie, schöne Grüße. Und bis zum 16. Lebensjahr hat er nicht viel, hat er keinen Stich gehabt. Sondern Pech so, gehabt. Wenn er gegen mich gespielt hat, hat er Pech gehabt. Ja. Ja, dem war so, aber der viel größere Erfolg, um das an dieser Stelle, um auch ein bisschen regional zu bleiben, vor 2 Jahren, Auftakt, Saisonauftakt beim TSV Altenholz. Und ich weiß nicht, was schwieriger war, gegen Michael Stich zu gewinnen oder mit Kjell Köpke. Mit Kjell. trotz Kjell Köpke an meiner Seite, das Auftakt-Tennisturnier des TSV Altenholz zu gewinnen. Aber wie ist Kjell denn mit dem Schläger? Super Kapitän, super Kreisläufer, super Typ. Und alles andere als untalentiert am Tennisschläger. Ja. Das hast du lieb ausgedrückt. So ist es auch, das meine ich auch. So. Zurück zum Handball. Du sprichst schon Altenholz an. Wie war das damals mit der Meisterschaft? Wann habt ihr 2016, 17 gemerkt, boah, hier könnte was gehen? Als ich dich damals im Oktober erstmals gefragt habe. Bin ich ausgerastet. Oh, fast. Ja, ich erinnere mich. Und hast gesagt, also wir sind geografisch im Norden. Aber nicht oben. Nee. Ich erinnere in der Tabelle mich. Wart ihr trotzdem schon ich war oben. Kurz davor zu sagen, dass das war das letzte Mal, dass ich mit dem jungen Mann spreche. Aber das stimmt ja gar nicht. Jetzt sitzt du auf dem Balkon und trinkst Kakao. Ja, und ich freue mich. Und da darf ich jetzt nicht zu... Also ich bin Stiere und ich liebe die Jungs in Schwerin und bei den Stieren. Aber die Altenholzer Mannschaft weiß... Dass das in Altenholz auch so war. Deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht zu euphorisch werde, weil vielleicht der ein oder andere Schweriner zuguckt und sagt, das geht ja gar nicht. Doch, das geht. Die Jungs, das ist meine ja immer noch fast frische Liebe. Das bleibt auch so. Und jetzt kann ich es ja lüften. Wir haben ja mit 10 in Aurich verloren. Dann haben wir am ersten Spieltag, dann haben wir das zweite gegen HU gehabt und liegen 2-7 zurück. Und HU hat eigentlich Chancen, auf 9, 10, 11, 2 zu gehen. Und wir gewinnen das. Und in der Trainingswoche habe ich zur Mannschaft gesagt, dass wir jetzt im Braunschweig spielen gegen Aufsteiger. Und wenn wir das gewinnen, dann wird das eine überragende Saison. Gemeint habe ich, dann werden wir Meister. Ja, und das konntest Timon, du da schon. Da, ja, und in der 45. in Braunschweig lagen wir noch zurück, immer mit 2. Und Braunschweig, wir waren schlecht, wir waren richtig schlecht. Und bis zur 45. lagen wir auch verdient zurück. Und dann kam Timon Kaminski und der hat mehr oder weniger alleine das Spiel gedreht. Und wir gewinnen da, glaube ich, mit 2 oder 3 am Ende. Und dann war einiges klar. Also zumindest mir. War das klar, dass man mit der Mannschaft, mit den Leuten, die da spielen, Meister wird? Ich glaube, das können dann nur Trainer riechen, oder? Oder Spinner. Oder beides. So, sind Trainer Spinner? Ja. Deswegen werden sie Trainer vielleicht. Oder Torhüter. Oder Linksaußen. Oder Linkshänder. Lukas Fernhaber. Auch damals in deiner Meistermannschaft. Und ein Spinner. Und ihr habt... aber kein Außen und kein Trainer, kein Tor, aber Linkshänder, okay. Überzeugt. So. Aber ihr wart für den Tempohandball in der Liga bekannt. Ihr habt die Mannschaften teilweise überrannt. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass selbst wenn ihr auch in einem Spiel in Schwerin, glaube ich sogar, wo ihr Meister wart, geführt habt und du bist trotzdem an der Seitenlinie ausgeflippt zeitweise und gingst immer noch mit. Wie ist diese Art Tempohandball zu erklären? Wie funktioniert der? Boah, wie funktioniert der? Viel Training. Und das viel die Punktspiele stören. Da sind wir wieder, weil es gibt gerade im Jugendbereich viele Trainerkollegen, die dann sich darüber ärgern, dass der Torwart den Ball ins Ausspielt, dass lange Pässe gespielt werden, die Bälle nicht gefangen werden. Und dann ist es aber auch nicht trainiert worden, scheinbar. Und es muss eine Philosophie und ein Glaube auch und ein Vertrauen der Spieler zu dieser Idee muss vorherrschen. Mit Mathis Wegner hatte ich da ja zum Anfang jemanden, der Mathis, most important
Player und so weiter in der Saison, ganz klar. Aber Mattes ist einer, der das Handballspiel verstanden hat, der sehr gerne strukturierte Abläufe haben möchte. Und für mich war wichtig, Spieler wie Mattes davon zu überzeugen, dass das ein Weg sein kann. Und wir haben dann tatsächlich, ich erinnere mich, den gesamten Juni darauf uns geeinigt, zu sagen, okay, wir machen nichts anderes. Heißt das, was heißt nichts anderes? Heißt das, du übst den Ball aus dem Tor nehmen und sofort erste Welle? Ja, also man übt es ja von der Methodik her etwas anders, also nicht so komplett, sondern dass wir die einzelnen Abläufe bzw. die einzelnen Passagen dieser zweiten Welle, dass das aufgesplittet wird und dass die einzelnen Dinge trainiert werden. Es sind bestimmt 6, 7, 8 Dinge, die dabei berücksichtigt werden sollten, aus meiner Sicht. Und dann wird es nachher irgendwie im Laufe der Wochen und Monate zusammengesetzt. Und ich habe jetzt am Dienstag, sonst ist schon ein bisschen her, haben wir noch ein Vorbereitungsspiel gehabt in Wittorf. Und da sagte mir der Michael Haas, dass wer einfach die Thematik hat, dass sie nicht gestaffelt laufen. Also das ist ja zum Beispiel ein großes Thema, dass wir die Position auf den Halbpositionen, Rückraum links, Rückraum rechts, dass die nicht nach vorne traben, sondern dass sie zunächst bereit sind, für ihren Rückraum-Mittelspieler Meter zu machen, dass ich die Diagonale anspielen kann. So, und vom Timing her, also das sind ja viele, viele Bausteine. Das ist auch nie zu Ende. Also dieses perfekte Spiel, das gibt es nicht. Da will man aber immer hin, also ich zumindest. Und was ist denn das perfekte Spiel für dich? Heißt das das perfekte Angriffsspiel? Es fallen ja auch extrem viele Gegentore dadurch an. Ja, aber es fallen nicht viele Gegentore an, weil wir eine schlechtere Abwehr stellen, sondern weil wir, das ist halt wieder was mit Quote zu tun, sondern wir laufen halt, wer gegen uns spielt, das war in Altenholz so, das ist jetzt in Schwerin auch das Ziel, dass wir mehr Angriffe fahren. Also wenn eine Drittligapartie so zwischen 55 und 60 Angriffe oder vielleicht 62 aufweist, dann ist unser Ziel, über 60 Angriffe zu spielen. So, und wenn ich 70 Angriffe spiele, dann hat ja der andere Partner auch 70 Angriffe. Und wenn sie dann eine Quote von 40% haben, ist natürlich absolut das Ergebnis höher, als wenn sie mit einer Quote von 40% nur 58 Angriffe haben. So, das ist ja, ich bin kein Mathe-Genie, aber das ist ja ein bisschen Mathe, das ist ja einfach. Aber das heißt, auf Deutsch übersetzt, dir ist ein 37-35 am Ende vielleicht sogar lieber als ein 20-18? Nein, überhaupt nicht. Also ein 37-25 ist mir dann lieber. Also diese Dominanz, das ist das Ziel. Und das ist dann auch das perfekte Spiel, dass wir der Grundstock wird nicht im zweiten, in der zweiten im Überschlagspiel gelegt im Training, sondern die Hauptarbeit liegt auf Ballgewinn und dann handlungsschnell den Überschlag zu spielen. Und da brauche ich die Bereitschaft von allen 14 Spielern mit einer hohen Athletik. Und ich meine, wir haben, glaube ich, vor 2 Jahren in Altenholz da was angestoßen und der Weg ist ja weitergegangen worden. Und das ist ja also absolut positiv. Das sind ja Maschinen, das sind ja wirkliche Maschinen und großartig. Aber das brauchst du auch. Soweit sind wir zum Beispiel bei den Stieren noch nicht. Das braucht Zeit. Viel, viel Training, viel richtiges Training. Wenig gebundenes Abschlussspiel, eigentlich nie. Dann irgendwann eben spätestens in der nächsten Saison sind wir soweit, um das auch dem Spiel unseren Stempel aufzusetzen. Also vielleicht noch, um das als Bild, also wir wollen im Grunde dahin kommen, und das hat nichts mit Arroganz zu tun, gar nichts. Wir haben vor jedem, also ich vor jedem Gegner Respekt und Demut, vor jedem. Und wir wollen aber dahin kommen, dass wir uns nicht per Video auf die Gegner vorbereiten wollen, sondern lieber das in eigenes Training, in die eigene Ausbildung stecken, um ein Spiel immer zu dominieren und immer in der Lage zu sein, im Spiel darauf zu reagieren. Das sind sehr, sehr spannende Einblicke. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das beobachten, was in Schwerin so alles passiert und angestoßen wird. Gibt es eine Saisonprognose, ganz kurz gefragt, für dieses Jahr dann? Für die Stiere?
oder allgemein für die dritte Erstmal Liga? Erstmal für die Stiere, zur dritten Liga kommen wir jetzt. Okay. So früh wie möglich, ich weiß, in Schwerin hören Sie das nicht, so früh wie möglich den Nichtabstieg feiern, um dann weiter in die Vorbereitung für die nächste Saison zu gehen. Aber mit der Qualität, die in der Mannschaft steckt, haben wir natürlich das Potenzial, irgendwo in der erweiterten Spitzengruppe mitzuspielen. Wie geht eigentlich der Stiere Gruß? Ja, das ist fast schwieriger, als das Tempospiel einzuführen. Also ich hatte damit Schwierigkeiten. Das ist hier, ne? Wir sind die Stiere. So? Ja, wir sind die Hörner, ne? Wir sind die Stiere. Alles klar. Auch gelernt dann. Und jetzt abschließend die letzte Frage. Ich habe zwei Zettel hier mitgebracht und einen Stift für uns beide. Ich habe gedacht, wir spielen mal ein kleines Spielchen. Und schreiben beide, ich würde sagen, vielleicht die drei, also für diese Saison, ja, Top-Mannschaften der dritten Liga auf, wer um den Titel mitspielen könnte. Einfach mal so aus Spaß aufgeschrieben. Mal schauen, ob wir am Ende der Saison treffen wir uns wieder auf dem Balkon und dann vergleichen wir. Was hältst du davon? Ja, cool. Okay, dann schauen wir mal auf. Reihenfolge ist auch egal. Also nicht, wer Erster, Zweiter, Dritter wird, sondern einfach... Oder doch schwieriger, als ich dachte. Echt? Ich habe mindestens eine Überraschung für dich. Ich halte mir eine Hintertür offen und schreibe eine vierte in Klammern. Ich auch. Okay. Ich bin noch nicht so weit. Achso, Entschuldigung. Es ist eine extrem enge dritte Liga. Schreibst du da schon wieder den Matchplan? Das geht für mich. Fürs Wochenende. Wir dürfen ja nicht vergessen, am Samstag ist ja Topspiel eigentlich insofern ja. Für dich. Du spielst bei deinen Wölfen. Ja, in Topspiel, also... Neulich im Pokal 30-34, auch das schon wieder so ein sensationelles Torreigenspiel. Ja, in der Quote war... Das gibt's doch gar nicht, warum haben wir heute nur die Quote... Aber in der Quote waren wir ich glaube, wir hatten über 70, das war nicht gut. Viertelstunde vor Schluss, glaube ich, wart ihr doch da vor. Waren wir auf Schlagdistanz und dann hat Altenholz ernst gemacht. Und jetzt Samstag? Ja, also Samstag, das passt dann hierzu. Also ich halte es mal hier in die Kamera. Was haben wir denn? TSV Altenholz, Hildesheim, Rostock und in Klammern Potsdam. Ja, also zu Potsdam, ich habe Potsdam gesehen, Potsdam habe ich damit raufgeschrieben, weil Potsdam selbsternannter klarer Aufstiegsfavorit ist. So prognostizieren sie das selber. Da bin ich überrascht, aber nur allein deswegen schreibe ich sie hier rauf, wer weiß. Ich glaube, für die meisten ist vielleicht Rostock nach der schwierigen letzten Saison eine Überraschung, aber der Till Wichers... Du wirst lachen, halt nochmal hoch, wir vergleichen. Ich habe TSV Altenholz, Hildesheim in Klammern Potsdam und tatsächlich nicht Rostock, sondern Oranienburg. Ja, okay. Ja, Oranienburg wäre jetzt auch im erweiterten Kreis. Die sind bisher immer relativ auswärtsschwach gewesen. Und weil du gerade sagtest, am Wochenende TSV Altenholz, ja, ein Top-Favorit. Insofern ist es für Altenholz ein zu Hause ein Pflichtsieg, wenn man sich mit Matthias und Sönke, also Matthias Ferk und Sönke Bergemann unterhält, die ja auch sich ganz klar zu den Meisterschaftskandidaten zählen, müssen die ja zu Hause alles gewinnen, insbesondere gegen Schwerin. Wir sind gespannt. Das klingt schon wieder, als ob du dir da was ausgedacht hast. Ich bin sehr, sehr gespannt, bedanke mich für den Besuch auf dem Balkon. Danke. Und wie gesagt, das müssen wir jetzt Ende der Saison ja, im ja, Vergleich. Ja, ja, ja. Heute ist ja das können wir hier eigentlich auch aufhängen, unbedingt. Oder? Heute ist ja der 6.9. Ja, und dann unterschreibst du noch, gibst du ein Autogramm und ich sage danke euch fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne eure Favoriten. Verabschiede mich von Manat Bech und von euch. Bis zum nächsten Ciao. Mal Gespräche vom Balkon. Macht's gut.